Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video wollen wir uns die vierte Episode von Marvels Moon Knight ansehen. Es kann und wird zu Spoilern kommen. Bleibt dran! Tja, die vierte Folge von Marvels Moon Knight entführt uns in die ägyptische Mythologie. Wir lernen einige neue Götter kennen, wir lernen Layla etwas besser kennen und wir blicken tief in die Psyche von Mark bzw. Steve. Wir bekommen eine bessere Folge als wie Folge 3, definitiv. Aber ich schaffe es wirklich nicht, warm zu werden mit dieser Serie. Ich finde, sie kopiert zu sehr das Thema Tomb Raider. In der vierten Episode stand fast Layla mehr im Fokus, im Mittelpunkt des Geschehens als Mark Spector. Beziehungsweise sahen wir Mark Spector wiederum nur im Geiste von Steve in einer kurzen Sequenz gegen Ende und das war's. Khonshu ist ja seit Episode 3 nicht mehr existent, beziehungsweise nicht mehr Teil der Handlung vorerst. Und Layla führt ein sehr intimes und aufwühlendes Gespräch mit Harold. Das war's dann auch schon. Im Groben war es die vierte Episode. Ja, es beginnt actiongeladen. Ja, man findet einen weiteren Hinweis zu Amits Grab. Aber mehr passiert nicht. Mehr kommt in dieser Episode nicht rüber. Mehr wird nicht erzählt. Sie fokussiert sich sehr auf Action und auf das Tomb Raider-Thema, auf Gruseleffekte, auf Wesen aus einer anderen Welt, aus Wesen, die etwas mit der ägyptischen Mythologie zu tun haben. Teilweise auf echt gute Art und Weise, wie in der Grabkammer, als eines dieser Wesen einen Anhänger von Harold wieder einmal in seine Einzelteile zerlegt, aber auch auf eine ganz skurrile Art und Weise am Ende der Folge, als wir auf einmal ein Nilpferd ist es, glaube ich, in ägyptischer Tracht vor Mark und Steve auftauchen sehen. Total krude, total abgedreht. Was haben die Macher dieser Serie bitte geraucht? Also das ist ja was, im Endeffekt ist ja das was Positives, wenn solche Überraschungseffekte auftauchen. Also das muss ich gestehen, mit dem Schluss, mit dem Finale von Episode 4 habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es hat mich krass überrascht. Und das dann auf diese Art und Weise zu sehen, mit einem Nilpferd, ich glaube, das hat dann sogar noch Hallo zu den beiden gesagt. Das ist mir eine Spur zu skurril. Dass wir, nachdem Layla das intensive Gespräch hatte, wo sie mehr über ihre Vergangenheit bzw. über ihren Vater und die Connection zu Mark erfahren hat, und als Mark dann die Hinweise zu Amits Grab gefunden hat, bei Alexander der Großen, des Großen, wird Steve ja von Harold erschossen. Und dass er dann in seiner Art Zwischendimension wieder erwacht, die sich als Sanatorium für geistig Kranke entpuppt, wo alle Charaktere, die wir bisher kennengelernt haben, wieder auftauchen. Also Arthurs Anhänger, der von dem ägyptischen Wesen seziert worden ist, taucht wieder auf. Arthur selbst taucht wieder auf.
Ja, wir haben sogar Steve und Mark gleichzeitig. Und natürlich taucht Lila wieder auf. Und dass sich das in einer Zwischendimension abspielt und nicht der Realität entspricht, entnehme ich den ganzen ägyptischen Anspielungen, die wir überall in diesem Sanatorium verstreut sehen. Wir sehen den Gehstock von Arthur. Wir sehen ägyptische Artefakte. Wir sehen ein überzeichnetes Büro von Arthur. Wir sehen Särge, also Mumien. Und wir sehen das Nilpferd. Das alles suggeriert mir, okay, gut, die sind jetzt nicht in der Realität, sondern die sind in einer Nebendimension oder im Geist, im Kopf von Steve/Mark. Das war ja an und für sich noch gut aufgelöst dafür, dass wir zuvor gesehen haben, wie Steve erschossen wird. Aber wenn das Highlight einer Folge ist, holt mich das nicht allzu sehr ab. Ist das nichts Neues für mich? Ist das nichts etwas, was mich an die Serie bindet, wie es der Fall war bei WandaVision? Da war es ein komplett neues Konzept, da waren neue Stilmethoden enthalten. Da war ein Funke drin, der bis jetzt noch nicht da war in der Serienlandschaft oder in einer vergleichbaren Serie. Wenn ich mir Moon Knight ansehe und zurückdenke an die bisherigen 4 Episoden, dann ist der Titel austauschbar. Wie ich jetzt schon mehrmals gesagt habe, du könntest über den Titel der Serie auch Tomb Raider drüber schreiben und es wäre der gleiche Effekt. Es würde sich nichts an der Message ändern und es würde funktionieren. Und dann habe ich aber keinen Zugang zur Serie, dann habe ich keinen Zugang zu den Charakteren, wenn diese für mich austauschbar sind. Das Problem hatte ich schon in der Spurweit bei Falcon and the Winter Soldier. Aber das war für sich genommen noch eine lustige Body-Action-Comedy im Marvel Cinematic Universe, wo ich Referenzen, wo ich Bezug zu den Charakteren und zum Universum hatte. Also war es wiederum nicht austauschbar und obwohl bekannte Muster wiederverwendet worden sind, hat es dann für sich trotzdem noch funktioniert. Hier, bei Moon Knight, habe ich nichts davon. Da habe ich keinen Bezug zum MCU, also keinen, offensichtlich, ich habe einen Bezug zum MCU, aber ich habe keinen Anker. Ich habe nichts, was mich in das Universum reinzieht und mich spüren lässt, dass es sich um dasselbe Universum, dass es sich um dieselben Charaktere handelt. Und wenn ich dann noch die einzelnen Charaktere so extrem austauschen kann und diese für sich genommen auch nichts Neues oder Greifbares haben, dann ist das alles in allem ein nicht funktionierendes Konzept für mich. Ich muss jetzt wieder was Positives sagen und will jetzt auch wieder was Positives sagen. Die Action-Szenen und die Szene mit Arthur Harrow waren besser als in der dritten Folge. Sie waren durchdachter, sie waren emotionaler, sie waren stilvoller. Die Gruselelemente waren auf Top-Niveau, die Effekte besser. Und die Handlung, wenn ich sie jetzt nicht vergleiche mit bisherigem Material von anderen Serien, von anderen Charakteren, sondern rein auf die Serie beziehe, war auch eine der besten im Vergleich zu den vorherigen 3 Folgen. Vielleicht noch nicht so gut wie die erste Folge, die hat mich total abgeholt, die hat mich total gehypt, aber zumindest auf ähnlichem Niveau. Ich bin jetzt gespannt, in welche Richtung sich die Serie weiterentwickeln wird. Wir haben ja noch die 5. und die 6. Folge vor uns. Und es hat Potenzial. Es kann noch der Überraschung, und ich hoffe, das passiert, es kann noch dieser Überraschungsmoment kommen. Es kann noch dieser Plot-Twist kommen. Es kann noch dieses
Auflösen, dieses Auflösen einer Spannung oder das Präsentieren des Unerwarteten kommen. Darauf hoffe ich. Da gebe ich den kommenden zwei Episoden noch definitiv die Chance dafür. Wenn sich die Serie hier nicht um zumindest 90 Grad dreht, ich will jetzt nicht verlangen 180 Grad, aber zumindest um 90 Grad dreht, dann ist diese Serie durchgefallen für mich. Dann ist es, wenn das nicht passiert, ist es für mich definitiv die schlechteste MCU-Serie bisher. Ist Hitmonkey besser, obwohl es nicht im MCU ist? Ist The Falcon and the Winter Soldier besser? Und von Hawkeye und WandaVision brauchen wir gar nicht reden. Die sind so oder so. Die haben toll funktioniert bei mir. Wie seht ihr das? Wie seid ihr zufrieden mit den bisherigen vier Episoden von Moon Knight? Die Kritiken im Netz und hier auf YouTube sind ja durchwegs positiv. Ich habe bis jetzt noch niemanden gehört, gesehen oder gelesen, der die Serie ähnlich kritisch betrachtet wie ich. Hier würde mich eure Einschätzung sehr interessieren. Schreibt es gerne unten in die Kommentare, lasst es mich gerne wissen. Und euren Standpunkt, eure Interpretation, wie holt es euch ab? Wie seht ihr die Entwicklung der Charaktere Layla und Steve? Ich will auch nochmal dazu sagen, dass Oscar Isaac ein Top-Schauspieler ist. Er gefällt mir mitunter am besten. Denn es ist eine extreme Herausforderung und schauspielerische Leistung, so einen Charakter in verschiedenen Charakteren als gleiche Person darzustellen. Das möchte ich definitiv herausheben. In diesem Sinne, das war es dann auch schon mit meinem eher kurzen Review zur vierten Episode. Wie gesagt, ich würde mich über Kommentare von euch sehr freuen und natürlich auch über eure Unterstützung, über ein Like, einen Daumen nach oben für dieses Video und ein Abonnement für den Kanal. Es sind nur zwei kleine Klicks für euch, aber eine riesengroße Unterstützung für den Kanal. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.